Ja. Habe ich meinen Timer auf Start und Stopp gestellt und auf einmal stand die Uhr wieder und damit, ja, herzlich willkommen erstmal zurück. Zur, jetzt wollte ich schon sagen, Let's Play Live Show zu The Last of Us, ja. In der letzten Folge ging es ja heftig zur Sache. Denn wir haben ja. Ich kann mal die Taschenlampe ausmachen. Denn da haben wir ja ein bisschen rumgeprügelt. Vorsicht! Wir wollen uns da ans Leder. Und ja, wir sind durch dieses Gebäude gelaufen. Ich glaube, dieses war es. Oder war es dieses? Ich weiß gar nicht mehr. Sieht eher danach aus, als ob es dieses war. Und jetzt müssen wir hier rüber, weil wir müssen ja da hinten zum Rathaus. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Was mag er jetzt wohl gedacht haben? Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Ja, wir haben es nicht mehr weit bis zum Rathaus. Der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Dann haben die jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen Meter gemacht, weil wir sind ja schon jetzt relativ nah dran am Rathaus. Aber wir sind noch nicht ganz da. Aber fast. Licht hier noch was? Nee. So. So. Ah ja. Okay. Aber da liegt noch was. Munition. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Ja, und ein Brief liegt da auf dem Boden. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. So, wollen wir es machen? Alles wird gut. Okay. Alles wird es gut. Muss einfach. So, Befehle. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei guter Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Also waren die schon auf der Suche nach Ellie. So wie das sich anhört. Deswegen stand ja auch in dem einen Brief halt die Größe und halt rote Haarfarbe und sowas. Also waren die Fireflies auch schon auf der Suche nach Ellie. Muss ja was dran sein dann. Ist sie vielleicht immun gegen die Sporen, die es da gibt? Hoch und rüber. Hoch und rüber. Jawohl. Schießt noch mal ein bisschen Farbkanonen. Na also. Oh, das ging jetzt schnell jetzt. Da hätte ich Endspurt, jetzt. Tess. Genau, Endspurt. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Was? Sie Auf kann der nicht rechten schwimmen? Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Oh, das sieht so toll aus. Wow. Ich könnte einfach nur stundenlang hier einfach nur mal stehen bleiben und es einfach nur mal genießen. Auch die Soundkulisse. Und Vögelchen. Wie schön. So, aber weiter mit der Action. Oder mit der Story. Yeah.
ich bin Joel. Und du? Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Oh. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oh, jetzt kriegen wir Gesellschaft. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Ich habe schon wieder Pipi in den Augen. Äußerst rührend. Oh verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Ja, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es so war, jetzt von der Story her. Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Weil die waren doch ein starkes Team, alle drei. Oh. Jetzt lauf einfach weiter. Sie hat 2 Männer getötet. Oh mein Gott. Verstanden. Tess. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Yes, Sir. Sie werden bald hier sein. Wir müssen schleunigsten Ausweg finden. Das sind auf jeden Fall ganz normale Soldaten, die uns ganz schöne Probleme machen werden. Das heißt, wir müssen schleunigst... Diese Tabletten müssen wir auch suchen und finden. Dann müssen wir schleunigst verschwinden. Da liegt noch Survival-Ausrüstung. Survival. Und... Uah! Uah, da drüben war einer. Los, 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 los! Oh! Das wäre jetzt aber beinahe in die Hose gegangen.
Ich glaube, man hätte nur drüber laufen müssen oder sollen. Mist. Oh, ein Gewehr. Neue Waffe, Jagdgewehr. Sehr schön. Oh. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ganze irgendwie ein bisschen schöner angehen, wie die Prügelei im Museum. Okay, oh, da sind drei Stück insgesamt. Ich werde dich finden. Ich glaube, als erstes schnappen wir uns den rechts hier. Und dann schauen wir erstmal weiter. Komm hier lang. Das hat anscheinend aber noch keiner gehört, oder? Nee, der steht nur da rum, also der irgendwie, macht nichts, aber mich wundert, dass der eine da noch nicht wiedergekommen ist, der da drin war. Wir haben es ja nicht nur mit Monstern zu tun, sondern auch mit richtigen Menschen, klingt das komisch. Los, na komm. Da liegt eine Flasche. Bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Ich schaue mich trotzdem nochmal um, ob hier irgendwo was leuchtet. Da ist ein Backstein, aber wir haben eine Flasche. Oh, okay. Also die sind in Angriffsposition, Angriffshaltung. Die wissen also, dass wir rumtouren. Ich dachte, die hätten nichts mitbekommen. Naja, gut. Von so an... Doch kann man erst hier lang gehen. Ellie, Mann. Du. Sichert die Treppe. Wir kriegen sie schon. Rennt er da hinten hin? Weil ich möchte keinen haben, der mir im Rücken läuft. Ah, da liegt noch was auf dem Tisch. Das werden wahrscheinlich Tabletten sein, oder? Ja, sehr schön. Können wir bald nämlich unsere Fähigkeit verbessern. Wo ist der hingelaufen? Oh, da sind zwei. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Vielleicht gehen wir doch... Vielleicht gehen wir doch weiter. Einfach weitergehen. Ja, scheiße siehst du. Scheiße hast du gesehen. Mann, Joel, stell dich da an die Wand. Komm, Ellie, wir gehen einfach weiter. Lass sie da einfach rumtouren. Komm mit. So. Da haben wir wieder einen Balken, den nehmen wir natürlich auf. Dann haben wir wieder einen Knüppel. Knüppel zum Knüppeln. Zum Ausknüppeln. Und hier müssen wir anscheinend runter. Ja. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang.
Ja, wir müssen durch den Gang. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Das sieht mir förmlich danach aus, als wenn das... Oh, verdammt viele sind. Ich vergaß. Aber die haben auch eine Standardroute. Das heißt, wenn man es klug macht, kommt man da eigentlich relativ zügig durch. Aber ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja selber, wie ich spiele. Hm, hier sind zwei unterwegs nach hier, oder? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Berichten! Norden sicher, kein Ziel! Haltet die Stellung! Wow! Scheiße! Mein Aiming! Fuck! Wow! Haut ihr noch daneben! Stirb doch, du! Mann! Du kleiner... Mann! Oh nein! Nein! Ja, manche Gegner verändern ihr Verhalten, wenn sie bemerken, dass du eine Waffe hast. Ja, okay. Gut, gehen wir das Ganze anders an. Ich habe ja gesagt, klug an. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ihr kennt mich, ja. So. So, dann schauen wir mal. Also die wissen wir ja, die gehen ja da lang. Ellie, komm hier lang. Oh, 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 nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Das war nicht sehr intelligent von mir, mal wieder. Hätte ich mal gewartet und mal so ein bisschen... Da kommt der andere Kollege. Ah, da kommen zwei. Oh nein, oh nein. Wo ist der? 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 Verdammt! Naja. Gut, weiter geht's. Das könnte man eigentlich auch anders lösen alles, aber... Naja. Wie gesagt, wir müssen ja sowieso aufpassen, weil wir ja... haben ja gesagt, wir nutzen ja diesen Horch-Modus nicht. Weil ich finde es einfach nur so... Weiß nicht, ich finde es als Cheaten. Weil da kann man durch die Wände gucken, kann man wissen, wo die Gegner sind und alles. Und also ich möchte es persönlich nicht. Ich möchte das Spiel so spielen. Kann man ja selbst entscheiden, ob man es macht. Das wäre jetzt quasi dieser Modus hier. Und dadurch sehe ich ja quasi, wo die sind. Und das... Weiß ich schaue mich hier drüben um. Na? Ist für mich persönlich kein... Mach einen Fehler. Komm schon, mach einen Fehler. Okay, wir wissen, wir müssen vorne raus. Gehen wir mal hier lang. Was, was, was? Ah, hier. Hier liegt noch was. Ja. Ein Snickers! Wenn es mal wieder länger dauert, schnappt ihr ein Snickers. So. Hoffentlich dreht er sich jetzt nicht um. Joel, wow. Da ist der Ausgang. Ja, ich habe den Ausgang auch gesehen. Mann! Hallo! Shit! Das... Okay, jetzt weiß ich auch, warum AT... Naja. So! Dann wollen wir uns trotzdem nochmal heilen. Und neues Medikit machen. Neues Medikit machen und ein neues Messer machen. Herstellen. Schauen mal eben in unsere Fähigkeiten. Genau, wir haben 30.
könnten jetzt schon Fertigungszeit verkürzen. Fertigungszeit. Unser Heiltempo verbessern, aber ich warte noch auf Messermeister. Das wird ein bisschen dauern. Ja, das wird ein bisschen dauern. Naja. So, wir sind auf der Rückseite. Bleib unten. Wir heilen uns mal ganz schnell. Da ich da jetzt weiß, doch ungefähr, was jetzt kommt. Okay. Einfach das zu sammeln. Das sammeln wir doch noch schnell ein. Sporen. Schnell die Maske auf. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Sie ist anscheinend doch immun dagegen. Hast du sie? Nein. Alles leer. Oh, echt krass. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Wo bist du, du armseliges Stück Scheiße? Du kriegst gleich armseliges Stück Scheiße, kriegst du gleich. So. Er wird uns anscheinend suchen. Wow. Oh, Scheiße. Puh. So, dann sehen wir uns doch mal ein wenig um. Ich glaube, da... Ich weiß gar nicht, ging es jetzt hier weiter? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber hier ist auch soweit, glaube ich, nichts. Oder? Nein. So. Die U-Bahn. Die U-Bahn. So, schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwas Nützliches finden. Okay, da kommen wir anscheinend nicht raus. Mein kleiner grüner Kaktus sitzt draußen auf dem Klo. Hollei, hollei, hollaho. So. Hier scheint es weiter zu gehen. Ach ja. Ja, ich entsinne mich vage, dass da was mit U-Bahn war. Oh, hier ist überall Water. Water Hazard. Water Hazard. Hey, ich kann nicht schwimmen. Ja, das weiß ich. Uns fällt schon was ein. Ich werde mal hier lang schwimmen. War das... Wie war das denn nochmal? Joel konnte doch auch tauchen, ne? Konnte denn... Ach, Kreisdrücken, um zu tauchen, X, um aufzutauchen, okay. Ah, ja. Jetzt haben wir es beigebracht bekommen. So. Ich kann nicht schwimmen. Im Übrigen kann ich, ich kann schwimmen. So, wie war denn jetzt nochmal hier das Rätsel als Lösung? Ach so, Ellie, mir geht's gut. Da
Da ist eine Leiter, aber wir müssen Ellie ja irgendwie rüberbekommen, ne, oder? Hey, da! Sie geht noch! Taschenlampe gefunden. So, wo geht's hier lang? Oh, hier ist ein Brief. Oh, den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Schmugglernotiz. So, lesen. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. In die Quarantänezone Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine Quarantänezone-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Den hat's wohl... Ellie, nein. Ich muss ein bisschen mich hier umsehen. Oh, hier war ich auch. Hier war ich auch noch nie gewesen. Auch auf der PlayStation 3 damals nicht. Wusste ich gar nicht, dass hier noch was ist. Dass man hier sogar was sammeln kann. Wow. Hallo? Ist da oben vielleicht noch was? Oh, da oben ist doch... Da oben haben wir jetzt aber noch die Tabletten haben wir noch gesammelt, oder? Ja, doch, die sind weg. Cool, dass da noch so ein Bonusraum ist. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da Ellie rüber bekommen. Denn... Ist da unten was? Eine Sackgasse. Ich weiß, dass... Ah, hier, genau. Genau, da kann man nämlich Ellie auf diese Palette oder was das ist oder diese... Mein Gott. Ich sehe überhaupt nichts. Ist einfach noch zu hell draußen ist. Vielleicht seht ihr ja mehr. Steig drauf. Wirklich? Heilig. Okay. So. Uah. Vorsichtig. So. Alle hopp. Und so beginnt natürlich das Abenteuer von den beiden. Ich hab sie. So. Damit wären wir im ersten Teil der U-Bahn fertig. Wir waren am Rathaus gewesen und ja, wir müssen mal schauen, ob wir da, wie ist er jetzt, Frank, glaube ich, oder so? Oder was Tester gesagt hatte, bevor sie gestorben ist. Naja, wo wir da hin müssen, das schauen wir uns dann in einer weiteren Folge an. Und zwar Let's Play The Last of Us Remaster natürlich und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, hoffe ich mal. Also, macht's gut, ciao.